Zu guter Letzt haben wir noch die Modelle aus der Wirtschaftsinformatik, die ebenfalls Organisationen beschreiben lassen, jetzt ergänzt um die Technikdimension, die wir bisher ja noch nicht betrachtet haben. Wir haben uns ja abstrakt dem Organisationsbegriff aus sozialwissenschaftlicher Sicht genähert. Wir haben dann jetzt die Modelle aus den Betriebswissenschaften betrachtet, die schon handlungsorientierter sind, also handlungsleitender sind, die konkrete Ableitung von Maßnahmen in der Realität erlauben. Die Modelle in der Wirtschaftsinformatik nehmen jetzt die Technologiedimension mit dazu und versuchen eine integrative Beschreibung der Organisation nicht nur aus Sicht der Zielformulierung in betriebswirtschaftlicher Sicht, sondern der Unterstützungsfunktionalität der Informationstechnologie. Eine Familie, muss man sagen, an Modellen, die hier zur Anwendung kommen, sind die Unternehmensarchitekturen, auf Englisch Enterprise Architectures, und das steckt ja schon im Titel der Lehrveranstaltung. Das wird uns auch im nächsten Themenbereich dann nur mal detaillierter beschäftigen. Die Unternehmensarchitekturen haben als Modelle den Anspruch, integrativ nicht nur IT-Infrastruktur und IT-Prozesse abzubilden, aber auch nicht nur Geschäftsprozesse abzubilden, sondern das zusammenzubringen, miteinander zu verknüpfen und so es zu ermöglichen, eine integrative Steuerung der Organisation in all ihren Aspekten zu gewährleisten. Der Knackpunkt ist nämlich, dass es sehr oft passiert, dass IT-Infrastruktur geplant wird, umgesetzt wird auf Basis von Geschäftsprozessen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann mal sinnvoll waren. Dann ändert sich das Geschäftsumfeld, die Prozesse ändern sich und wir haben dann irgendwann das Problem, dass die IT-Infrastruktur und die Prozesse, die dort abgebildet sind, nicht mehr mit dem zusammenpassen, was wir auf betriebswirtschaftlicher Ebene eigentlich brauchen. Und wenn man dann kein integratives Steuerungsmodell hat, dann wird es schwierig bis unmöglich, diese beiden Aspekte wieder abzustimmen beziehungsweise überhaupt zu erkennen, dass da was auseinanderläuft. Wenn man von Haus aus ein Enterprise Architecting etabliert, ein Enterprise Architecture Management etabliert hat, beziehungsweise ein solches eingeführt hat, was durchaus mit massivem Aufwand verbunden sein kann, dann hat man aber ein Steuerungsmodell in der Hand, das es ermöglicht zu erkennen, wenn es Auswirkungen, wenn es Auswirkungen über die Ebenen hinweg gibt. Das heißt, wenn sich auf betriebswirtschaftlicher Ebene etwas ändert, hoppla. Es ist schon ITIL, wenn sich auf betriebswirtschaftlicher Ebene etwas ändert, welche Auswirkungen das auf die IT-Ebene hat, beziehungsweise wann an der IT-Infrastruktur was geändert wird, wenn sich technische Innovation einstellt, welche Auswirkungen das potenziell auf die Geschäftsprozesse, auf das Geschäftsmodell bis hin zu den Kunden oder auf die Strategieebene hat. Da gibt es sehr umfassende Ansätze, sowohl handlungsleitende als auch strukturbeschreibende. Wir werden in beide im nächsten Themenbereich bisschen reinschauen, hier nur angedeutet. Eine Ebene weiter unten, wo noch keine wirklich definierte Schnittstelle hin zur betriebswirtschaftlichen Ebene eines Unternehmens gegeben ist, sondern wo eher darauf geachtet wird, welche etablierten Prozesse, Best-Practice-Prozesse es denn, im Bereich des IT-Management gibt, ist das ITIL. ITIL ist kurz für die IT Infrastructure Library, also eine Bibliothek, eine Sammlung von standardisierten Prozessen, Funktionen, Rollen, das heißt Strukturvorgaben und Verhaltensvorgaben für IT, die dabei helfen soll, als Referenzmodell mehr oder weniger für die IT-Infrastruktur in kleinen Unternehmen, aber mittleren und großen Unternehmen zu dienen. Das heißt, es gibt da unterschiedliche Aspekte. Insgesamt haben wir 5 Bereiche, die wir da unten in der Abbildung sehen. Und in diesen Bereichen gibt es insgesamt 37 Kernprozesse, die definiert sind, die beschrieben sind, die auch jeweils mit Rollen hinterlegt sind und die zusammen dann eben sowas wie Good oder Best Practice ergeben sollen. Das heißt,
wenn ich meine Konzern-IT aufstelle und das nach ITIL mache, dann habe ich da drinnen vorgegeben, welche Prozesse ich denn etablieren sollte und mit konkreten Ressourcen hinterlegen muss. Vielleicht nur ganz kurz, im Kern die Service-Strategie, das heißt die grundlegende Ausrichtung meiner IT, die Service-Erbringung, das ist das operative Geschäft, das heißt, was Ereignissteuerung, Störungsmanagement, Anfrageerfüllung, Problemmanagement, Zugriffsmanagement, wenn ich die einmal ganz kurz vorlesen darf, diese fünf Kernprozesse der eigentlichen Serviceerbringung betrifft. Dann haben wir Einführungsprozesse. Bei der IT gibt es immer wieder oder gibt es relativ kurze Zyklen, dass sich an der Infrastruktur, sei es Hardware oder Software, was ändert. Das heißt, wir brauchen standardisierte Inbetriebnahmeprozesse, die man dann ebenfalls mit Ressourcen hinterlegen und mitdenken muss. Das ist ein ganz gängiges Problem, dass das irgendwie fehlt, weil das muss irgendwie nebenbei gehen, sodass es da irgendwie eine Lücke gibt, dass das nicht mitgedacht wird. Wenn es denn so gedacht ist, haben wir auch die Serviceentwicklung, das heißt den Innovationsaspekt in dem ganzen Paket an Prozessen, wo es darum geht, nicht im operativen Geschäft, nicht in der Einführung, sondern darüber nachzudenken, was unsere IT überhaupt an Services erbringen kann und wie sie es erbringen kann und analog dazu für die bestehenden Services dann die Serviceverbesserung, das heißt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den KVP, den man aus der Produktionswirtschaft kennt, umgelegt auf die IT. Das ist ein Beispiel für ein klassisches Vorgehensmodell und vor allem für ein Referenzmodell. Das heißt, für ein Modell, das nicht nur beschreibt, wie eine Organisation aussehen kann, das nicht nur beschreibt, wie man irgendwas in einer Organisation einführt an Prozessen oder an Strukturen, sondern ein Modell, das schon konkrete Vorschläge für Strukturen und Prozesse enthält, die man dann auf eine konkrete Organisation umlegen muss oder anwenden muss, adaptieren muss. Gut, so viel zu den Beispielen der Wirtschaftsinformatik. Ich habe vorhin schon erwähnt, Modelle der Informatik, da könnte man uns jetzt weit auslassen und sehr stark in die Tiefe gehen, weil die Informatik eine modellgetriebene mathematische Wissenschaft ist. Hier ziehen wir aber die Grenze und gehen nicht näher drauf ein. Das kommt in Bereichen wie Computational Thinking dann auch nochmal stärker vor. Ganz generell ist dann nur mal darauf zurückzugreifen, was wir schon mal gehört haben aus der Modelltheorie. Wichtig ist, sich zu überlegen oder sich bewusst zu sein vor allem, dass wenn ich ein Modell anwende, dieses Modell für die Zielsetzung, die ich als Subjekt habe, passend sein muss, dass es nicht notwendigerweise so ist, dass diese Zielsetzung für alle beteiligten Personen gleich ist, dass es immer eine Abstraktion der Wirklichkeit ist, dass aber die Wahrnehmung der Wirklichkeit auch eine subjektive ist. Das heißt, dass es auch nicht notwendigerweise so ist, dass das, was im Modell abgebildet wird, zum Beispiel ein Arbeitsprozess, für jede Person identisch wäre. Und umgekehrt, dass das, was der Adressat versteht, weil ich verfolge mit einem Modell ja immer einen Zweck, nicht notwendigerweise das ist, was ich erreichen will. Das muss man sich bewusst sein und das muss man beim Einsatz eines Modells immer im Hinterkopf haben, so dass man gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, was die Informationserhebung, aber auch die Informationsverteilung betrifft, so dass das Modell die Wirkung entfaltet, die eigentlich im organisationalen Sinn dann auch intendiert ist.